Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge waren wir ja ein bisschen gescheitert mit unserer klitzekleinen Rakete hier, die gerade noch lädt offenbar. Oder? Ah ne, hier. Autogespeichertes Raumfahrzeug, genau. Und damit gehen wir heute nochmal auf die Startrampe. Denn möglicherweise habe ich ein paar, sagen wir mal, nicht ganz so kluge Entscheidungen getroffen. Ist immer noch nicht klug so, ne? Ne, wir gehen nochmal zurück. Flug zurücksetzen. Auf Fahrzeugbau zurücksetzen. So. Und zwar haben wir hier ein paar kleine Probleme mit dem Luftwiderstand. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das einfach so. Einfach nur, damit wir quasi, ja, genügend... oder damit wir eine gleichmäßige Belastung beim Luftwiderstand haben. So. Dann können wir hier nochmal ein paar Experimente machen. Wir brauchen die von der Startrampe zwar eigentlich nicht, aber ja. Gibt Schlimmeres. Okay, plus 0,2. Egal. Okay. Damit hätten wir das schon. So, und jetzt... Unsere Stufenanordnung stimmt hoffentlich noch. Okay, jetzt starten wir mal. Und ich schalte auch mal vielleicht das SAS ein. Meint ihr, das wäre eine gute Idee? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr kluge Idee. Und ich habe auch gelernt, ich sollte so mit der Zeit so langsam in der Umlaufbahn schwenken, theoretisch. So, zack, Stufe abtrennen. Und jetzt sollte ich vielleicht auch... Das ist nicht das, was ich wollte. Liebes SAS, ich möchte gerne nach oben fliegen. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, ja, ja. So, und jetzt würde ich aber gerne... Genau, unseren Schub zu... Habe ich das Triebwerk nicht gezündet? Ah, nee, offenbar nicht. So, und wir sollten... Genau. Vielleicht auch Schub geben. Und nicht einfach nur nichts machen. Das wäre unter Umständen eine kluge Entscheidung. Okay, jetzt sind wir... Okay, das ist ein bisschen unrealistisch, weil hier oben dürfte noch ein bisschen Luftwiderstand sein. Aber okay. Nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und wir sollten das Ding absprengen. Ich glaube, das ist besser für uns. Tschüss. So, wir steigen noch weiter. Und gleich haben wir die Möglichkeit, hier unsere Experimente auf bisher ungeahnten Höhen zu machen. Wir sind auf 34 Kilometer Höhe. Das ist jetzt noch nicht so ultra weit. Allerdings ist Kerbin ja ein bisschen kleiner wie die Erde, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Gravitation hier und generell auch die Dicke der Atmosphäre ist hier nicht ganz so wie auf der Erde. So. Und am höchsten Punkt werden wir wieder unsere Experimente machen. Zum Beispiel den mysteriösen Schleim beobachten. Okay, jetzt sind wir am höchsten Punkt angelangt. Zack. Okay, das hat jetzt nicht mehr so viel gebracht, aber Druckdaten protokollieren, oh ja, das bringt definitiv ein bisschen mehr. Okay, damit sind unsere Experimente erstmal erledigt. Das heißt, wir können hier theoretisch ein bisschen vorspulen. So. Wird es hier schon heiß atmosphärentechnisch? Nee, ne? Wir sind noch so ganz, ganz normal unterwegs. So, also auf 10 Kilometer können wir auch dann mal unseren Fallschirm schon mal
aufmachen. So, und der dürfte jetzt mit dichter werdender Atmosphäre immer weiter. Na? Sich aufspannen, genau. Und eine sanfte Landung auf dem Wasser. Okay, wir geben mal ein bisschen Gas hier. Mir scheinbar starke Aufwinde. Geht's dir gut, Chebedaya? Ja, ich glaube, Chebedaya geht's gut. Ich würde sagen, wir können das Raumfahrzeug durchaus auch eine Runde bergen. Ja. Ja, ich denke, das ist gut. Ich glaube, das war ein guter Flug. Ich glaube, das war ein guter Flug. So, also atmosphärische Druckdaten, bla 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 bla. Insgesamt 18 Wissenschaftspunkte. Jebediah geht's gut. Alles hervorragend. Dann gehen wir mal in unseren Forschungsbaum. Und wir haben genau die 18 dafür. Das ist gut. Radialentkoppler haben wir jetzt freigeschaltet. Denn jetzt können wir das machen, was der ein oder andere in den Kommentaren vorgeschlagen hat. Und zwar... So, erstmal hier wieder alles abbauen. Wobei das Hitzeschild hier können wir ruhig da lassen. Und den Entkoppler hätten wir auch lassen können, aber egal. Wo ist er denn, der Entkopplerino? Kommunikation? Nee, Elektrik, Temperatur. Kopplung. Nee, Wartungspunkt. Ah, da, Kopplung. Alles gut. So, dann hier den Koppler. Und dann brauchen wir hier einen Treibstofftank und noch einen Treibstofftank und noch einen Treibstofftank und noch einen Treibstofftank und noch einen Treibstofftank und vielleicht sogar noch einen Treibstofftank. So. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Nee, ne? Ups. Nee, wir bleiben bei dem Design. Das hier wäre einfach so unlackiert, aber das ist ja auch langweilig. Hallo? Und hier drunter kommt jetzt das gute alte Flüssigtreibwerk. Nein, Spaß. Flüssigtriebwerk natürlich. Und zwar den Schwenker, weil der kann sich halt schwenken. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, es ist gut, wenn wir noch ein bisschen Kontrolle über die Rakete haben. So, und jetzt machen wir hier Radialentkoppler hin. Zwei Stück bitte. Machen wir genau auf die Naht. So. Und dann haben wir hier ein paar Boosterinos. Okay, die sind vielleicht ein bisschen groß, ne? Aber es geht. Es geht, glaube ich. So. Ich hoffe, die sind jetzt hier an dem Radialentkoppler dran gekoppelt. Ja, ich glaube, waren sie nicht. Ich bin nicht sicher. Machen wir mal den vielleicht doch nochmal ein Stückchen nach unten. So vielleicht. Wir machen einfach direkt die richtig dicken Booster dran. So. Ja doch, so ist gut. So sind die Booster und dann erst kommt das Tri... Ja. Und dann brauchen wir aber noch, und das haben wir auch gerade eben erst freigeschaltet, diese aerodynamische Bugnase. Denn wir möchten ja eigentlich nicht, dass der Luftwiderstand hier oben zu groß wird und uns die Booster dann
explodieren, weil sie zu heiß werden beim Start. Okay. Also, wir haben die Booster, wir haben das Triebwerk. Wir lassen alles auf 100% Schub, wir werden sehen, was passiert. das können wir kontrollieren und die hier einfach Feuer. Macht das Sinn hier noch irgendwie? Wir könnten hier theoretisch noch... so Flügel dran machen. Bin mir nicht sicher, ob das was bringt, aber vielleicht. So, und hier die Rakete bekommt dann dementsprechend so noch welche. So. Das heißt, im Grunde zünden wir erstmal die beiden Booster hier parallel. Genau, perfekt. Dann kommen die beiden radialen Koppler, das hat er auch richtig erkannt. Dann zünden wir das Triebwerk. Dann schmeißen wir die ganze Stange hier weg. Und dann, nee, ich glaube, wir müssen da nochmal was ändern. Und zwar, ich würde, glaube ich, ganz gern... ich würde dem Teil ganz gerne auch nochmal ein bisschen Stoff geben. Das heißt... wir nehmen nochmal einen... nee, wir müssen von oben nach unten bauen, ne? Wir machen da nochmal... kann ich da einen einzelnen Tank bitte haben? Ich hätte gerne einen einzelnen Tank bitte. Das müssen wir, glaube ich, dann so machen, ja. So, einen einzelnen Tank. Und da kommt nochmal ein Triebwerk dran. Und da drunter kommt dann nochmal ein Koppler. So, und dann kommt das hin. Dann haben wir noch eine Zusatzstufe, die wir später zünden können. So, also wir haben jetzt die beiden Mega-Booster. Dann haben wir zwei Koppler. Dann haben wir eine... dann haben wir das Flüssigtriebwerk hier. Mein Gott, hier mein Treibwerk. Das Flüssigtriebwerk hier. Dann haben wir einen Koppler. Dann haben wir noch ein Flüssigtriebwerk. Dann haben wir noch einen Koppler und dann haben wir einen Fallschirm. Also möglicherweise können wir so schon in die Umlaufbahn fliegen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber vielleicht. RP04. Ja, auf zur Startbahn. Auf zur Startrampe. Und in den Orbit zu kommen, ist ja nur die eine Sache. Ne? Also, wir müssen ja später, und das wird ja das Schwierige, also ich möchte ja eine Raumstation bauen. Und das ist das eigentlich Schwierige halt, ne? Aber mal gucken. Also, SAS direkt einschalten beim Start. Ist alles ready? Ist alles ready. Und go. Oh. Die Booster wackeln ein bisschen. Das ist wahrscheinlich eher suboptimal. Aber gut, ist das hier die Beschleunigung? Sind das über 100 G? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Sonst wäre Jebediah vielleicht ein bisschen tot. Okay. Okay. So, unsere Hauptbooster sind gleich. Okay, hier kommt... ja doch, also wir haben hier sehr starke Effekte vom Durchbrechen der Schallmauer wahrscheinlich. So, Booster abtrennen. Huch. Das war ein bisschen knapp. Okay, dann fahren wir das weitere Triebwerk auf volle Leistung, schwenken aber schon mal ein bisschen in Richtung eines Orbits. So. Okay. Wir haben Treibstoff. Wir haben viel Treibstoff dabei. Alles ist gut. Alles wird gut. Oh, und er sagt auch schon Umlaufbahn. Kann es sein, dass wir schon eine Umlaufbahn erreicht haben?
Boah, das wäre ja ultra gut. Das wäre ultra gut. So, es dauert jetzt ein bisschen, bis das SAS hier nachgezogen ist. Und den Punkt auch hier rüber verschiebt. Ah ja, 90 Grad ist eine Umlaufbahn, ne? Da müssen wir hin. Aber wir können jetzt den Schub ein bisschen reduzieren. So. Wir sind auf einer Höhe von 120 Kilometern. Und da ist Kerbin. Ultra nice. Okay, irgendwie kann man jetzt Verbindungen zum Weltraumzentrum. Also was wir jetzt schon mal machen können, ist schon mal ein bisschen mysteriösen Schleim beobachten. Und den Luftdruck protokollieren. Auch wenn es hier keinen mehr gibt wahrscheinlich. Okay. Zwei Experimente erfolgreich abgeschlossen. Also falls wir ja heile landen, erfolgreich abgeschlossen, ne? Ja. Aber wie kann ich jetzt... Wartet. Undock-Modus, Karte ein ausblenden, Manöver-Modus. Ist das das hier? Umlaufbahn. Okay, ah ja, hier ist die... Ah, okay, hier sehen wir unsere... Oh. So, also hier sehen wir jetzt unsere Umlaufbahn und die sieht jetzt aktuell eher danach aus, als würden wir einfach auf der anderen Seite der Welt ein bisschen... Nee, das ist so, glaube ich, nicht gut. Ja. Unsere... Oh, wir haben keinen Treibstoff mehr. Ja. Ja, gut. Hallo? Würdest du bitte? Schub? Naja, wir haben keinen Schub mehr. Ich würde das gerne abkoppeln. Achso, hier muss ich wahrscheinlich. Also ich habe hier auf jeden Fall keine Kontrolle über das Raumschiff mehr. Kann ich SAS ausschalten? Nee. Hä? Irgendwas, glaube ich, habe ich hier nicht ganz richtig gemacht. Wir fliegen halt ein bisschen weit weg von unserem Planeten. So ein bisschen steil, ne? Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich würde gerne wieder zurück. Wenn es recht ist. Undock-Modus. Ich kann weder das SAS ausschalten, noch meine Stufen abspringen. Wo wird denn... Ah, haben wir... Was ist das? Elektrischer Strom haben wir noch. Also wir haben noch Strom, also daran dürfte es nicht liegen.
Wir haben halt keinen Flüssigtreibstoff mehr, okay. Wir haben noch hier Ablator, das ist vom Hitzeschild. Und Monotreibstoff, das ist wahrscheinlich hier einfach von dem Teil. Vielleicht fürs Abspringen von dem, ich weiß nicht. Okay, wir sinken wieder. Das heißt, es ist ein guter Zeitpunkt, hier nochmal ein paar Experimente zu machen. Glaube ich. Nee, wir können hier auch kein Experiment. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Also ich würde eigentlich Navigation auf Weltraumzentrum, okay. Aber ich kann halt nicht mehr so viel machen. Ah ja, okay, also wir fliegen tatsächlich jetzt diese Umlaufbahn. Aber landen dann auf der anderen Seite des Planeten, was jetzt nicht ganz mein Ziel war. Bahn, Raumfahrzeugverbindung. Okay, hier gibt es scheinbar mehrere Satelliten, mit denen ich mich verbinden kann. Aber wir haben keine Antenne, also es ist eigentlich völlig irrelevant. Aber irgendwie ist das doch komisch hier. Die Kamera ausrichten. Aber das war's. Wieso kann ich meine Experimente nicht machen? IVA nicht verfügbar. Platz entfernen. Ach krass, Innenansicht. Das ist lustig. Nee, aber das will ich alles gar nicht. Ihr seht auf jeden Fall, dass ich ein richtiger Profi bin. Kamera ausrichten. Ja, nee, eigentlich will ich auch die Kamera so nicht ausrichten. Hilfe! Ich bin im Weltraum gefangen. Aber ich verstehe halt wirklich nicht, warum ich hier nicht mehr interagieren kann. Ich habe wahrscheinlich irgendwas aktiviert, was ich nicht aktivieren sollte. Moment mal. Nee, das sind hier die ganz normalen Einstellungen einfach nur. Weltraumzentrum, nee. Oder geht das im Vorspulmodus nicht? Ah, okay. Alles klar, das erklärt einiges. Okay. Das erklärt einiges. Also wenn wir vorspulen, dann geht das nicht. Okay. Okay. Ja, man lernt immer wieder was Neues. Das hier ist unsere Kapsel und wir sollten die jetzt optimalerweise... Was ist das für ein Zeichen? Ich hätte es gesagt, optimalerweise entgegen der Eintrittsrichtung ausrichten oder so. Achso, so ist das, so ist das. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir treten in die Erdatmosphäre ein. Und es wird ganz schön warm. Es wird, glaube ich, sogar sehr warm. Aber unser Hitzeschild hält extrem gut.
Also ich glaube, deshalb mache ich mir noch keine Sorgen. Um Kermin. Ich glaube, wir müssen uns auch keine Sorgen um ihn machen. So, wir können, glaube ich, den Fallschirm auch schon mal aufmachen. Wir sind ja jetzt wieder in der Atmosphäre. Und dann einfach ein bisschen vorspulen. Wir sind jetzt irgendwo auf der Welt. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, glaube ich. Hoffe ich. Ja, die Mission war jetzt ein bisschen suboptimal. Aber gut. Gut, dann machen wir hier unsere Experimente. Ah, das ging wahrscheinlich auch nicht wegen Vorspulen, okay. Aber es bringt wenigstens was. Das ist gut. Weil wir sind ja auch woanders, ne? Wir sind woanders auf der Welt. Druckdaten protokollieren von diesem Punkt der Welt aus. Okay. Könnt ihr mich bitte bergen? Dankeschön. Okay. Ich sag mal so. Es hätte natürlich besser laufen können. Oh, wir haben 37 Wissenschaftspunkte gekriegt. Aber es lief okay. Also wir haben Kermin zurückgebracht, okay? Er hat überlebt. Das ist alles, was zählt. Er hat überlebt. Knapp. Vor allem hätte ich wahrscheinlich 2 Sekunden später erst gecheckt, dass wir schon wieder in die Atmosphäre eintreten. Dann wäre wahrscheinlich die Kapsel verbrannt. Aber hey, sie ist es nicht. ja. Schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen, naja, sagen wir mal, kontrollierter fliegen können. Aber wir waren im Weltraum, okay? Das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.